Wir haben uns heute zu einem Sonderrat zusammengefunden, um über die Finanzen der Europäischen Union in den nächsten 7 Jahren zu sprechen. Österreich ist ein Nettozahler. Aber es ist eine komplizierte Aufgabe und sicherlich müssen da auch große Differenzen überwunden werden. Ich heiße Thomas Weber, ich arbeite für das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich. Die Hauptaufgabe des Verbindungsbüros ist es, das Europäische Parlament und die Tätigkeit der Abgeordneten bekannter zu machen. Der Finanzrahmen der Europäischen Union ist das langfristige Budget der EU. Die EU hat ja nicht nur ein jährliches Budget jedes Jahr, sondern auch eben so ein langfristiges Budget, das einen Rahmen setzt für 7 Jahre. Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen im Mai 2018 gemacht. Das Europäische Parlament hat im Jahr 2018 seinen Standpunkt dazu beschlossen. Und die dritte Institution, die da sehr wichtig ist, ist der Rat. Das sind die Regierungen der Mitgliedstaaten. Und die haben bis heute noch keinen Standpunkt zustande gebracht. Das heißt, es müssen sich die 27 Regierungen einigen. Man könnte sich vorstellen, eine Schulklasse von 27 Schülerinnen und Schülern einigt sich darauf, was sie mit einem Klassenkassenbudget machen. Das kann dann im Laufe von 7 Schuljahren, ja, muss man sich vorstellen. Der eine möchte eine gesunde Jause, die zweite möchte Ausflüge machen, der dritte möchte die Klasse anders gestalten, der vierte möchte am liebsten möglichst wenig einzahlen. Man kann sich vorstellen, wenn sich alle einigen müssen und alle 27, wird wahrscheinlich bei jedem Vorschlag so sein, dass immer irgendwer dagegen ist. Oder? Die müssen nicht nur eine Mehrheit finden, sondern tatsächlich alle einig sein. Das ist ein bisschen kompliziert. Und man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, dass es nicht so ganz einfach ist, alle 27 da unter einen Hut zu bringen und zu einer wirklich einstimmigen Entscheidung zu kommen. Man überlegt sich, was möchte man machen und wie viel Geld möchte man dafür in die Hand nehmen. Und bei den Mitgliedstaaten ist die Denkweise oft eine andere. Die denken oft mehr daran, wie viel Geld zahlt mein Finanzministerium in die EU-Kasse ein und wie viel kriegt es wieder raus. Ein Nettozahler ist ein Land, aus dessen nationalen Budget mehr Geld ins EU-Budget fließt, als zurückfließt. Und umso reicher man ist, umso größer ist der Beitrag, den man leistet. Das kommt mir an sich nicht unfair vor. Das Budget der Europäischen Union betrifft junge Menschen ganz direkt. Also sehr bekannte Ausgaben der Europäischen Union betreffen zum Beispiel das Erasmus-Plus-Programm. Das ist natürlich das am bekanntesten dabei. Das sind die Studenten-Austauschprogramme, Auslandssemester, aber auch zum Beispiel Schulaustauschprogramme. Gerade Jugendliche interessieren sich ganz stark dafür, wie eben zum Beispiel der Kampf gegen den Klimawandel. Also auch da hat die Europäische Kommission angekündigt, 1 Billion Euro in die Hand zu nehmen, um Europa klimaneutral zu machen. Und da ist natürlich die Frage, gibt es dieses Geld auch wirklich oder wird man dann mit weniger Geld weniger gegen den Klimawandel tun können? Es ist sehr häufig so, dass die Entscheidungen eben schwierig sind und dann oft erst in allerletzter Minute fallen. Es ist ja eh aus dem Fernsehen und den Medien bekannt, wie diese Gipfel in Brüssel ja dann auch oft auch ablaufen, dass da sehr spät am Abend dann in allerletzter Minute dann Einigungen erzielt werden.